Das nenne ich doch mal optimale Planung. Noch näher an mich heran. Okay, wenn du den direkten Kampf suchst. Den kann ich dir bieten. Beende das Spiel. Also, den Kampf hier. Ne? Das wird dir den Rest geben. Ja! Wir haben einen Schlüssel geschlagen. Ich glaube, ich krieg das sogar in ein paar zusammen. Geil. Das kann nicht sein. Wie konntest du die Zukunft verändern? Tja. Wir haben den dritten Kampf in diesem Bereich geschafft. Ist es nicht schön? Ja. Super. Sehr geil. Meinen Glückwunsch, Yugi. Ich weiß zwar nicht, wie du das angestellt hast, aber in diesem Duell hast du die Zukunft verändert. Nur wer selbstständig denken kann, hat überhaupt eine Zukunft, Ishizu. Jeder Mensch kann erreichen, was er will, solange er wirklich daran glaubt. Ich habe an mich und meine Monster geglaubt und das hat mir gezeigt, wo es lang geht. Yugi, also kann man doch die Zukunft verändern. Vielleicht. Ich habe noch nie geglaubt, dass die Zukunft unumstößlich feststeht. Aha. Das heißt, ich kann an eine Zukunft glauben, in der du das Turnier gewinnen wirst. Ich danke dir, Ishizu. Dann mit grimmigem Gesichtsausdruck noch. Ist klar. 765 Monsterpunkte. Geil. Und 62 Erfahrungspunkte für alle meine Monster. Drei Aufstiege haben wir. Tiefenwasser. Ich habe, glaube ich, immer Tiefensee gesagt. Kann das sein? Der weiße Drache. Und Kaminari Kusu. Sehr gut. So, dann gib uns mal bitte dein Kazajin. Dein Königstiger Wangu. Und dein Himmelsdrache. Die drei nehmen wir an uns. Kann das sein, dass ich bei Shadi ein Monster zu wenig mitgenommen habe? Ich weiß das gar nicht. Ich werde das jetzt mal im zweiten Bereich abspeichern. Dann werde ich tatsächlich nachher einen dritten Speicherstand zulegen. Denn ja, ich werde nach diesen 2 Stunden noch weiter aufnehmen. Das steht fest für mich. Vielleicht werde ich dann sogar dieses Spiel beenden. Wer weiß das schon. Das steht noch in den Sternen. Man wird es sehen. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir uns dem vierten Kampf nähern. Zwar mit riesigen Schritten. Und zwar so riesige Schritte, dass ich gleich weitergehe. Wir kämpfen jetzt in den Korridoren des Irrsinns gegen Yami Mark, welcher ebenfalls ein Windsymbol hat. Übrigens, seine Synchronstimme dürfte auch sehr bekannt sein, unter anderem aus der Serie Dr. House, zum Beispiel. Also für diejenigen, die Dr. House gucken, die dürften seine Synchronstimme kennen. Vielleicht auch aus der einen oder anderen Werbung. Grüß dich, Pharao. Auch wenn seine Stimme ein bisschen verzerrt ist, sag ich mal so. Marek! Marek? Nein, ich bin etwas noch viel Mächtigeres. Es ist Zeit, sich gegen Schatten und Dunkelheit zu duellieren. Was willst du? Den Kapselmonster-Champion-Titel? Den Titel? Der Titel ist mir völlig egal. Was ich will, ist ganz einfach. Ich will alles. Ich will die Welt in meine Gewalt bringen. Aber was ich am meisten will, ist dein Untergang. Du bist wohl verrückt geworden. Ich werde dich aufhalten, koste es, was es wolle. Dann lass uns mit dem Duell anfangen, Pharao. Ein Kampf gegen einen Antagonisten.
Und ich gewinne gegen diesen schon mal. Sehr schön. Dann werden wir sehen, was seine Taktik ist. Mhm. Wind. Wind. Feuer. Feuer. Finsternis. Wind. Blitz. Okay. Das sind also drei, vier verschiedene Attribute, die er mitbringt. Und wir dürfen nur 7 Monster einsetzen. Oh. Also unsere 3 Kuribu-Brüder natürlich, ganz klar. So, dann werden wir den schwarzen Magier mitnehmen. Genauso wie unseren Schießdrachen. Ich muss irgendwas anderes mitnehmen, weil sonst habe ich nur Finsternismonster. Das geht nicht. Wo ist denn unser Tiefensee? Da, Tiefensee nehmen wir mit. Können wir den weißen Drachen ja eigentlich noch mitnehmen, ne? Moment! Nein, 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 nein. Finsternis. Das ist Finsternis, das geht gar nicht. Nehmen wir den weißen Drachen nochmal mit, komm. Dann haben wir 3 verschiedene Elemente dabei. Und natürlich manuelle Platzierung, ist ja ganz klar. Kuribu. Kuribu. Hm. Kuribu. So, Tiefensee. Beziehungsweise Tiefenwasser, ich nenne den immer Tiefensee. So, der schwarze Magier. Und der Schießdrache. Ja, wir haben alle Monster platziert. Dann wollen wir mal sehen, was hier abgehen wird. Im Kampf gegen Yami Marek. Spieler am Zug. Ich duelliere mich ehrenhaft und ich hoffe, du wirst das gleiche tun. Noha. Ich glaube, da erwartest du ein bisschen viel von der dunklen Seite von Marek. Denn ja, so nennt er sich auch in der Serie. Dunkle Seite der Macht. Ne, ist klar. Wieder so eine dezente kleine Star Wars-Andeutung. Wie viele ja von euch wissen, ich bin ja so ein kleiner Star Wars-Verrückter. Und wir können nichts mehr setzen. Das ist bedauerlich. 680 Punkte. Geil. Mal gucken, was Yami Marek machen wird. Unterhalte mich! Ah ja. Mhm. Ah ja. Okay. Ich bin am Zug. Gut, dann werden wir den Weißen schon mal freisetzen. Tiefensee nicht zu vergessen. Und unser Schießdrache. Dann können wir schon mal einen Blockeffekt wirken. Finde ich gut. Auf den schwarzen Magier. Sehr schön. Und wir beenden unseren Zug und lassen Marek ran. Mhm. Ah ja, okay, so war das. Ich lasse ihn zu mir kommen. Spezialfähigkeit auf Tiefensee. Sehr schön. Spezialfähigkeit auf den Weißen. Und Spezialfähigkeit auf den Schießdrachen. Wunderbar. Halt! Habt ihr das gerade gesehen? Da steht weiterentwickeln. Liebe Leute, wir sehen jetzt zum ersten Mal eine Weiterentwicklung eines Kapselmonsters.
Der schwarze Magier wird zum Magier des schwarzen Chaos. Weiterentwickeln. Es ist Zeit für eine Evolution. So sieht's aus. Zeig deine wahre Stärke. Yay! Unsere erste Entwicklung. Die wird auf jeden Fall gezeigt, wie ihr seht. Tschüss, schwarzer Magier, und hallo, Magier des schwarzen Chaos. Welcher leider ungeschützt ist, verdammt. Der hat tatsächlich seinen Schutz verloren, das ist blöd. Aber okay, wie ihr habt jetzt mal eine Entwicklung gesehen, so sieht das aus. Ist ein bisschen epischer gestaltet als bei Pokémon. Ich habe tatsächlich etwas Gänsehaut dadurch bekommen. Ah, schön. Und meine Nase ist jetzt erstaunlich frei. Finde ich interessant. Mhm, okay. Der Magier des schwarzen Chaos ist also ungeschützt. Das finde ich gar nicht lustig, wenn ich ehrlich bin. Du hast noch eine Spezialfähigkeit übrig, Kuribo, ne? Dann stelle ich mal neben ihn hin. So, dann werde ich ihn auch mal ein paar Schalter hier nehmen. Wollte ich nicht eigentlich defensiv sein? Egal, ab in die Offensive! Jo, alles gut. Marek sagt ja gar nichts mehr. Mhm. Ich glaube, die erleiden jetzt dann alle Erdschaden oder Finsternisschaden, ich weiß es nicht. Eins von beiden. Okay. 50 Punkte Schaden. Wenn es ihm so scheißegal ist, soll er es machen. Alter. Und es sind nicht gerade wenig Monster, die Schaden erleiden. Interessant. So, Spezialfähigkeit von Kuribo auf den Magier des schwarzen Chaos. Also ihr habt jetzt gerade einen Vorgeschmack davon bekommen, was passiert, wenn wir tatsächlich uns darauf einlassen. Kuribo rückt mal weiter vor. Ja, das hättest du wohl gerne. Nix da. Rückt vor, meine Monster! Jo, dann wollen wir mal gucken, was jetzt noch vor sich geht. Also Marek hat schon mal dadurch, dass er seine Monster alle in die Kaskade der Irre da geschickt hat, schon mal ordentlich Schaden genommen. Okay. Und nochmal ordentlich Schaden. Er vernichtet sich selber. Gut, dann wollen wir mal vorgehen. Ein Monster sehe ich schon mal, dass er anscheinend weghaben will. Moment, wie greift er an? Mhm. Werde ich das mal so machen. Und sein erstes Monster ist hinüber. Sehr gut. Ich habe dein erstes Monster eliminiert. Dann freu dich jetzt, denn ich garantiere dir, dass du später nichts mehr zu lachen hast. Ja. Halt, 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 halt.
Da ist die Kaskade der Irre schon in Gange. Eins, zwei. Ah ja, deswegen geht er nicht weiter vor, okay. Interessant. So ist es also. So, und dann gucken wir mal, wie er jetzt vorgehen wird. Das wird nicht ungestraft bleiben. Ach nein. Mhm. Er greift mein Kuribo an, okay. Ui. Ich war unten. Ach Junge. Tja, das interessiert mein Magier des Chaos nur leider nicht. Außerdem hat sich sein Monster dadurch schön frei zum Abschuss freigegeben. Ah ja. Okay. Er vernichtet seine eigenen Monster. Will ich mal sagen. Jetzt nur nicht nachlassen. Genau, nicht nachlassen. Immer weitermachen. Okay, sein Sprenggaukler würde es jetzt glatt umhauen. Wenn ich mit meinem Tiefensee gegen ihn vorgehe. Würde ihn das auch umhauen? Nicht wirklich. Trotzdem angreifen. Sehr schön. Nicht schlecht. Ja, kannst mal sehen, du. Kannst auch was lernen. Mein Freund. Und jetzt vernichte ich deinen Sprenggaukler. Damit ist der dann auch vernichtet. Sehr gut. Und die Kaskade der Irre wendet sich weiter zu meinem Vorteil. Und währenddessen werde ich mal sein nächstes Monster killen, nämlich das da. Das er so schön selber geschwächt hat. Vielen Dank für die Vorlage, Marek. Es hat mir sehr weitergeholfen. Das Monster somit auch hinüber. Ja, geil! Das Kuribo darf auch nochmal angreifen. Und damit ist sein nächstes Monster hinüber. Sehr geil. Oh, dafür wirst du bezahlen, Pharao. Ich werde dich in den Wahnsinn treiben, bis du nur noch das Verhängnis in deinem Herzen spüren kannst. Ich habe nicht einmal geklickt. Nicht einmal. Okay, der geht nur geradeaus und greift schief an. Okay, der kann meinen Kuribo angreifen. Wenn ich dies nicht vorher tue. Der Magier des Chaos haut richtig rein, also ihr seht es. Damit ist das Monster ebenfalls erledigt. Und somit hat Marek jetzt nur noch zwei. Sehr gut. Das ist also die Kaskade der Irre. Ich habe die lange nicht mehr gespielt, die Karte, muss ich sagen. Na, Marek, was hast du jetzt vor? Mhm. 111 Punkte, okay. Mhm. Ah ja. Ja. Was soll man dazu noch sagen, ne? Er gibt eine Steilvorlage. Du kommst nicht ran, das ist bedauerlich.
Du würdest rankommen, würdest aber selber nur unnötig Schaden erleiden. Du kommst nicht ran, weil das Vieh da genau im Weg steht. Super. Okay. Ich zieh mal den Magier des Chaos zurück. Kuribo bleibt da hinten. Kuribo gibt dir am besten mal die Spezialfähigkeit nochmal mit. Und dann einfach abwarten, was der Gegner macht. Selbst wenn er angreift, er kann mir eigentlich so gut wie gar keinen Schaden zufügen. Das dachte ich mir, er will meinen Tiefensee haben. Soll er angreifen, es wird ihm nichts bringen. Und er vor allen Dingen, er vernichtet sein Monster dadurch selbst. Ah ja, okay. Ich glaube, Marek hat gerade eben seine eigene Niederlage ein heftiger Schaden, besiegelt. Aber es hat überlebt. Ja. Das war die destruktive Selbstvernichtung. Man nennt sie auch Selbstzerstörung. So, und Kuribo geht jetzt auf sein letztes Monster los und haut dies ebenfalls weg. Das wird dir den Rest geben. Ja, der Kampf ist somit auch geschafft und ich muss Yami Marek damit danken, denn er hat gute Mitarbeit geleistet dabei, sich selbst zu vernichten. Ah, das werde ich dir heimzahlen, Pharao. Du hast es doch selber verschuldet, mein Freund. Ja, wir haben den vierten Kampf im vierten Bereich geschafft. Geil. Sehr, sehr geil. Yes! Ich gewinne. Ah, diese Runde geht an dich, Pharao. Aber das nächste Mal werde ich dich auslöschen und dann bist du nicht mehr als eine Erinnerung. Warte, wo gehst du hin? Ja, wir sehen uns wieder. Marek! Das wird sich noch zeigen, was dahinter steckt, hinter dieser Aussage. So, 578 Punkte, wir haben nicht ein Monster verloren, oder? Ui, es gibt ordentlich Aufstiege. Mein Symbol steigt auch auf. Yay! Ist das schön. Das Symbol hat übrigens fast Maximum erreicht, sehe ich gerade mal. Sehr gut. Kuribo Level 7. Kuribo Level 6. Magier des schwarzen Chaos auf Level 2. Sehr gut. Also ihr seht bei der Weiterentwicklung, das Monster wird auf die Stufe 1 dann zurückgesetzt. Und Kuribo Level 9. Da seht ihr es. Das maximale Level ist Level 9. Danach ist Schluss. Der weiße Blitz kriegt der blauäugige weiße Drache. Wie schön. Ah, hier dürfen wir uns nur zwei Monster nehmen. Okay, das ist interessant. Ich nenne den doppelköpfigen Behemoth und den Sprenggaukler mit. Sehr gut. Liebe Leute, es läuft. Und damit haben wir den vierten Bereich auch schon fast geschafft, mein lieber Herr Gesangsverein. Aber ich sage euch, das ist noch nicht das Ende. Es geht noch weiter. Es passiert nämlich noch was. Ihr erinnert euch ja an das Rätsel, das Joey uns gestellt hat. Ein neuer Weg. Und dieser neue Weg wird sich dann noch offenbaren, denke ich mal. Irgendwas steckt da nämlich hinter. Aber ich verrate nicht was. So.
Ja, jetzt kommt tatsächlich mein Lieblingskampf. Wir dürfen jetzt gegen Yami Bakura, meinen Lieblingsantagonisten, antreten. Auf diesen Kampf freue ich mich schon riesig. Und wie ihr seht, auch er trägt einen Millenniumsgegenstand, den Millenniumsring. Also ihr seht, hier sind ziemlich viele Millenniumsgegenstände anwesend. Eigentlich glaube ich sogar alle. Wie viele? Alle. Ich kann es gar nicht erwarten, mich mit dir zu duellieren. Ja, ihr hört richtig. Die Stimme ist, ist genau dieselbe wie die von Captain Jack Sparrow aus Kingdom Hearts 2 und dem vierten Fluch der Karibik-Film. Das liegt daran, weil Yami Bakura für David Nathan gesprochen wird. Übrigens, dadurch habe ich ihn auch kennengelernt. Also nicht persönlich, sondern seine Stimme. Was du nicht sagst, Bakura. Was ich dazu sagen möchte noch zu Yami Bakura, was ich sehr schade fand, ist, also über die gesamte Serie, ja, gab es nur diese Stimme von David Nathan. Und genau in der letzten Staffel, wo das große Finale kommt mit Yami Bakura, genau da wird die Synchronstimme gewechselt. Ich fand das so schade, auch wenn der andere Typ einen guten Job gemacht hat, ganz klar. Aber dass sie haben von Anfang an diese Stimme von David Nathan gehabt und dann dieser Wechsel. Bakura? Bin mehr als das und du hast keine Chance. Nicht nachdem ich mich in meinem Gastkörper mit dir duelliert habe und all deine Strategien kenne. Auf jeden Fall finde ich die Stimme von David Nathan passender zu Bakura, zu Yami Bakura. Du magst Bakura besiegt haben, aber seine Fähigkeiten sind nichts verglichen mit meinen. Ach wirklich? Dann lass mich deine Fähigkeiten testen. Gut, es wird mir ein Vergnügen sein, dich zu vernichten, Yugi. Yay! Gegen meinen Lieblingsantagonisten. Ich freue mich. Nein.